So, jetzt mache ich weiter. Büro des Schulleiters. Mache ich direkt weiter tatsächlich. Weil ich weiß nicht, ob der Professor Fick mir so viel Zeit verschaffen kann. Depart. Hey, Rüstung. Okay, die kann ich nicht reparieren. Schade. Na gut. Das? Privilegium. Warte mal, hier hat doch gerade irgendwas. Ach hier. Privilegium. Ach, hier war wieder so ein komischer Schlüssel. Ah, die Frau vom Flohpulver. Die ist knuffig. Hallo, alter Mann. Revelio. So, nehme ich mal mit, was ich kriegen kann. Ne? Besser als gar nichts. Na klar, nehme ich den mit. Muss aber sicher sein. Ist jetzt auch nur wieder, um Zeit zu strecken, aber ich sag ganz ehrlich. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Das sagst du, nicht ich. Na komm, in die Mitte. Auf. Schind keine Zeit. Na. Geschafft. Gut. Also, hier kann man schon echt. Sind schon schöne Rätsel. Ich kann mir gut vorstellen, wenn Leute sich in dieser Welt verirren. Bei mir ist halt die fehlende Zeit tatsächlich. Ne? Neben Arbeit und den ganzen Spielen, die ich noch zocken will. Am Wochenende will ich jetzt Black Myth Wukong spielen. Rise of Ronin habe ich angezockt, möchte ich auch weiterspielen. Wolong weiß ich noch nicht, muss ich nochmal angucken. Nach einer Stunde Eindruck habe ich das Gefühl, kann man das mal machen. Dementsprechend kann ich jetzt die ganzen Spiele, vor allem weil es halt auch so riesen Zeitfresser sind, nicht einmalig zocken. Also nicht in dem, nicht in dem Ausmaß, wie ich es gerne würde. Obwohl ich das bei mir auch relativ in Grenzen. Zum Beispiel Final Fantasy VII. Tja. Naja, ich mache es einfach ein bisschen nach Gefühl, weil ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass ich denn, also die Aufnahmelänge, ich habe jetzt wieder das Thema gewechselt. Auf jeden Fall, ich kann die Spiele nicht alle zu 100% durchspielen, wie ich gerne wollte, weil es einfach viel zu viel ist. Ja, ich weiß nicht. Ich finde lieber detailreiche, kleinere Spiele besser als so Riesenspiele. Aber naja, ist dann halt so.
Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Toujours pur. Okay. Muss ich Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Das muss das Podest sein. Das hört sich falsch an. What the heck? Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Der Grafikstil ist cool. Weglaufen soll, dann wäre ich jetzt frei. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Fuck! Ich werde den Auftrag nicht abbrechen. Holy shit. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Sekunde. Das war knapp. Aha, da vorne ist eine Treppe. Das bringt mir jetzt tatsächlich... Doch. So. Das sind aber faire Punkte. Der Tod. Shit. Sein.
eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Jetzt bleib doch nicht stehen, du Affe! Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier sein. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Warum hat er sich jetzt rumgedreht? Der hat die ganze Zeit in die eine Richtung geschlattert. Och. Oh, ist das mies. Warte, was? Achso. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neef wohl steckt. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Das kannst du. Na doch. Das gefällt mir nicht. Aber ich kann da nicht anders da rein, okay. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihm vorbei. Tür verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Ja, ach nee, ist mir schon klar. Oh, was ist das denn für ein Müll? Ja, wenn ich den Auftrag abbreche, weil er zu hart ist, dann komme ich da nicht weiter, oder was? Ich habe keine Wahl. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Wozu brauche ich einen Mega-Power-Trank, wenn die Viecher mich sofort killen? Das macht null Sinn. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe nicht, wie ich da jetzt durchkomme. Das ist meine Chance. Geht es weiter?
Das bin doch nicht ich. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Okay. Dann halt dein Maul. Ah, ist das so eine Art Heiligtümer des Todes-Anspielung? Weil das ist der Heiligtum des Todes, der Dingsbums sehr unsichtbar macht. So, dass selbst der Tod mich nicht finden kann. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Ist das wirklich? Bin das wirklich ich? Sieht eher aus wie Sebastian Solo. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Ah. Der stärkste Zauberstab, der nur benutzt werden kann. Von demjenigen, der ihn besiegt. Deswegen konnte der, dessen Name nicht genannt werden darf. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Der Kultus. Bombarda. Defendo! Bombarda! Depulso! Defendo! Protego! Komm her, du Lümmel! Bombarda! Defendo! Depulso! Bombarda! Defendo! Boah, was war denn der andere? Wie gesagt, Voldemort konnte den Stab nicht benutzen, den mächtigen Stab, weil Professor Snape ihn getötet hat. Und Harry hat das, glaube ich, auch gemacht, weil die Schlange von Voldemort in Snape nicht gekillt hat. Irgendwie sowas. Bombarda! Defender! Depulso! Defender! Bombarda! Defender! Depulso! Bombarda! Defender! Depulso! Bombarda! Defender! Bombarda! Defender! Depulso! Defender! Bombarda! Defendo! Defendo! Bombarda! Depulso! So, ihr Lümmel, jetzt lasst mich da bloß rein, sonst gibt's auf die Fresse. Bombarda! Du hast da nichts zu suchen. Der Weg ist schon längst frei. Heilige Scheiße. Aber was war denn das andere? Der Umhang von Harry. Der Dingsbums, dieser ewige Besen. Drei Heiligtümer des Todes. Und noch irgendwas, ich hab's vergessen. Bombarda! Gefunden! Gefunden!
Au. Au. Au! Au! Ja, komm her! Du Lümmel, kämpf doch selber und nicht nur deine Schergen. Schwach. Aber was hat die erlebt? Wenn sie eine Einspielung ist, kriegen wir den dritten Heiligtum des Todes. Für mich sein. Der Stein der Weisen? Das ist aber nicht ein Dingsbums. Heiligtum des Todes. Oder? Ich weiß es wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich habe die DVD hier oben im Schrank stehen. Die DVD-Box. Naja. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es scheint. Neve ist tot. Liebe, süße Neve. Tot. Neve. Ohne sie ist nichts, wie es war. What the fuck spiele ich hier? Ist schon echt cool. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Ja, ist ja klar. Wir haben mit deinem Porträt gesprochen, du Eule. Erlebe Niamh Fitzgeralds Erinnerung. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Okay.
Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ich hab... Okay. Eine heulende Statue. Die Wasserweit jetzt. Oh, jetzt habe ich so eine geile Idee für eine Steinskulptur. Das ziehen wir jetzt durch, unabhängig davon. Eieiei, wie lange es geht. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge. Er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen. Die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne Sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht. Das Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Warte, was? Das hört sich falsch an. Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Das hört sich auch falsch an. Was hast du jetzt von der Kleinen aufgesaugt? Kehre zur Kartenkammer zurück. Können wir machen. Können wir auch woanders da lang gehen? Ja, theoretisch schon. Wir machen jetzt einfach hier weiter. Ich will jetzt wissen, wie es abgeht. Oh, Fick, ich hoffe, du hast nicht so viel auf den Sack gekriegt. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien und dass sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten. So frustrierend das auch ist. Ja, ein bisschen Zeitstrecken. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben.
5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgenock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Oh je, oh je, oh je. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Das war, glaube ich, ein längerer Part. Ich habe keine Ahnung, ich mach's einfach noch. Hier, Leute, macht's gut. Tschüss.